So now we climb. All we do is climb. And we'll just keep on climbing. Am Bergsteigen sehe ich definitiv einen höheren Reiz. Aber du kannst ja auch nicht immer Bergsteigen gehen. Das ist ja auch für die Psyche und so zu krass, einfach weil es halt gefährlich ist. Ich glaube, dass du die Erfolge brauchst, um motiviert zu bleiben, aber dass du auch die Misserfolge brauchst, um zu reflektieren. Hi zum Ten Talk, diesmal mit Profikletterer und Bergsteiger Michi Wohlleben. Mit 7 hat er bereits angefangen zu klettern. Mit 14 stand er auf dem Mont Blanc und als Jugendlicher war er im deutschen Expertkader. Cool, dass du da bist, hier bei uns im Zelt. Servus, Michi. Woher kommt deine Leidenschaft für die Berge? Ja, das ist schon von Kind auf eigentlich recht schwierig zu erklären, glaube ich, was ein Kind dazu antreibt, in die Berge so viel Zeit und Energie in solche Sachen reinzustecken. Ich glaube, es ist einfach so ein Drive, den ich schon immer habe, den ich auch jetzt noch habe. Gab es für dich ein Schlüsselerlebnis, wo du richtig Feuer gefangen hast? An eine Bergtour erinnere ich mich, da war ich mit einem Freund und da haben wir eben Mont Blanc bestiegen und das war schon so ein krasser Moment eigentlich, weil das ja schon mit 14 damals ein Riesenberg war und da habe ich schon gemerkt, das ist irgendwie mein Ding, da war es saukalt und für meine Verhältnisse war es auch wirklich anspruchsvoll, aber da habe ich schon gemerkt, dass das so das ist, was ich machen will. Stirb langsam. Warum genau die Route? Was hat dich an der gekickt? Ich habe einfach in der Linie das Potenzial zu wirklich einer Weltklasse-Linie gesehen, eigentlich, was Schwierigkeit angeht, was Länge angeht. Das Schöne ist eigentlich so das Spielen zwischen Fels und Eis. 3 Zinnen hast du eine Winterüberschreitung gemacht. Was war da für dich das, was dich dran gereizt hat? Also auch im Sommer ist die Traverse noch nicht gemacht worden in dem Sinne. Aber wir haben halt gesagt, wir wollen im Winter gehen, weil es einfach nochmal eine schwierigere Aufgabe ist. Und jetzt haben wir in 2 Stunden 20 Minuten die Scoyato League geklettert. Wir konnten das selber ehrlich gesagt nicht so richtig glauben. Wir haben nicht so viel gewagt, sondern wir haben einfach gemacht, halt wenig gesichert und schnell geklettert. Du bist also der Erste, der die tatsächlich Rotpunkt geklettert ist. Wieso du? Weil ich da beim Wandern war und dann habe ich die Wand gesehen und habe gesagt, ich will da klettern. Und dann erst mitgekriegt habe, aha, da ist noch eine alte Route, die keine freie Begehung hat. Und dann im Winter abgewartet und im Frühjahr schon trainieren angefangen und so weiter. Bin immer wieder hin und habe es dann irgendwann Rotpunkt geklettert. Wie fokussierst du dich? Wie konzentrierst du dich? Denkst du die ganze Zeit an Gipfel? Denkst du die ganze Zeit, wenn du oben ankommst? Oder? Um ein Projekt zu schaffen, fällt es mir viel einfacher, nie zu sagen, wir machen das heute, sondern wir gehen mal gucken. Mhm. Weil damit baut man praktisch Druck den weg. Druck ab. Mhm. Genau. Und so klettert man dann Seillänge für Seillänge und idealerweise schaffen halt alle und ist oben dann. Was inspiriert dich immer und immer wieder, dir ein neues Ziel zu suchen, immer wieder aufzubrechen? Das hast du schon so viel gemacht. Ich suche die Ziele ja nicht, sondern die kommen ja zu mir. Also ich habe ja auch Ideen, ich weiß, was wo passiert. Ich habe Träume, keine Berge und weiß, wo ich im Himalaya mal noch hin will. Und das weiß ich wahrscheinlich schon seit 10 Jahren. Wie würdest du dich als Kletterer in 3 Eigenschaften beschreiben? Ich glaube, Durchsetzungsvermögen, so eine gewisse Abgebrühtheit halt, glaube ich auch. Viel ist ganz viel Taktik. Ja, man braucht eine hohe Frustrationstoleranz. Ich habe halt für mich, glaube ich, einfach festgestellt, dass der Reiz an der Grenze extrem hoch ist. Dadurch, dass die Grenze natürlich viel schwieriger zu erreichen ist, ist am Ende auch das Erlebnis viel höher und auch das sich spüren. Es geht ja immer um diesen Flow, es geht immer um dieses Gefühl, in der Sache voll aufzugehen. Auf der einen Seite nichts zu spüren, aber auf der anderen Seite so da gefangen oder drin zu sein. Wohlleben auf Italienisch, Dolce Vita. Michi, Dolce Vita Wohlleben, heute bei mir im Ten Talk.